Mitten in der Wiener Innenstadt versteckt sich eine berühmte Kaffeehausinstitution, das Havelker. Marmortische, Tonetstühle, Samtbänke. Seit 1939 erwarten die Gäste hier das typische Ambiente und die Kellner im schwarzen Anzug. Es scheint, als wäre die Uhr hier stehen geblieben. Vor über 70 Jahren haben Leopold Havelker und seine Frau das Kaffeehaus eröffnet. Der Seniorchef war auch mit 100 Jahren noch im Café anzutreffen. Mittlerweile arbeitet bereits die dritte Generation im Geschäft. Heute sind unter den Gästen viele Wien-Urlauber. In den 50er und 60er Jahren war das Havelker ein bedeutender Treffpunkt der Wiener Künstlerszene. Das war das so ein Künstlerasyl für Leute, die halt eine Bleibe gesucht haben. Ja. Das waren die Künstler. Aber verdienen hast du auch nicht viel kennen bei den Künstlern. Weil bevor du ihm einen gescheiten Kaffee verkauft hast, hat er dir ein Bild untergeholt. Nicht? Herr Günther, ich bekomme eine Fellengatter Schwarz, bitte. Natürlich wird hier großer Wert auf die beste Kaffeequalität gelegt. Verlängert also diese Frühstückskaffee, den man am Land trinkt. Den trinkt man bei uns nicht. Bei uns wollen die Leute ein bisschen eine Würze spüren. Ja. Neben dem Kaffee kommen die Gäste wegen einer besonderen Spezialität ins Havelker, den Buchteln. Das Germteiggebäck, gefüllt mit Zwetschgenmarmelade, wird hier seit Jahrzehnten nach einem böhmischen Familienrezept hergestellt. Die einzige Veränderung in den letzten Jahren war die Einführung des Rauchverbotes. Jetzt genießen die Gäste ihren Kaffee und Kuchen in rauchfreiem Ambiente. Doch alles andere, von der Einrichtung bis zur großen Auswahl an Tageszeitungen, bleibt wie anno dazumal erhalten. Wir sind ja doch daran interessiert, dass wir das so erhalten, wie es immer gewesen ist. Das ist ja auch zum Teil Kaffeehausgeschichte. Und ich denke, dass wir vielleicht irgendwas planen, andere Objekte in Angriff zu nehmen. Aber das Stammkaffeehaus, so wie es da ist, wird sicherlich so bleiben. Ja. Da wird ja nichts verändert dran. Der Kaffee und die Buchteln werden also auch noch in vielen Jahren den Gästen wie gewohnt zwischen aktuellen Zeitungen und alten Kunstwerken serviert werden, wie es im legendären Havelker eben sein soll.